Willkommen zurück im Jahre 2050, wo wir hier sind mit Faye, Salvador und Delvin, den drei Zeitpiloten, die die Mission bisher überleben konnten. Und vielleicht noch einem vierten, Nigel. Doch war der Mann es wirklich hinter dem Schutthaufen, den wir in der letzten Folge gesehen haben? Nun, vielleicht werden wir es diese Folge herausfinden. Meine Güte, ich glaube, ich gehe jetzt mal schlafen, wie es mir Salvador aufgetragen hat. Einrollen. Durchsuchen. Oh, eh. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Ja. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Was? Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Ja, Delvin ist schon nett eigentlich. Reden wir mal mit Delvin, was er so sagt. Delvin arbeitet an dem Laser. Ach nee. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Verdammt. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke. Ich komme schon klar. Er hat aber recht, Fräulein. Ich meine, dass du jemanden gesehen hast, glaube ich dir. Aber ich weiß nicht, ob es Nigel war. Es ist nur der einzige Lebende, den du hier vermutest. Darum. Wird das jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das? Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... so... ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nicht so ganz verstanden, hm? Mein Farbmodulator spinnt und ich, sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Das Licht muss blau bleiben. Danke, ich mach dann mal weiter. Bis nachher. Heißt, ich brauche irgendetwas, damit der Laser blau bleibt. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Nicht. Zeitkapselausrüstung. Ja, was haben wir denn, was blau macht? Küche vielleicht. Ja, was kochen, blöde Idee. Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Du kannst nicht mal kochen? Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Ah, okay. Kühltruhe, Container. Oh, hier ist aber noch mehr. Huhuhuhu. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Ja, brechen wir mal unsere eigene Truhe auf. Sie ist mehrfach verriegelt. Ach, was will ich auch mit Salvadors Kram? Gute Frage. Ich brauch das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Noch. Wir haben bereits dich Bluthusten gesehen. Allerdings in einer anderen Zeit. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Sie ist zugefroren. Was? Okay, also an die Pflanzenproben kommt man auch nicht mehr dran, weil die Kühltruhe zugefroren ist. Du hast auch Ideen. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Hey! Weg da! Was für ein lustiges Tier. Ich hätte vielleicht netter sein sollen. Nicht mehr lange und es ist ausgestorben. Tja. Da ist nichts mehr. Auch kein Tier, das war langweilig. Ja, super. Und, es muss also blau bleiben.
Ja. Das hilft aber doch alles nix. Neo, Uli, Hack, Zeitverschwendung. Es ist unlesbar. Naja, ein bisschen was hat man schon erkennen können, ne? Aber gut. Ja, müssen wir denn jetzt... Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Ja, das ist ja cool, aber... Sein Laser will nicht blau bleiben. Klappstuhl. Nur Fussel. Ja. Darunter gehen kann ich auch nicht. Also ich bin gerade ehrlich gesagt ein klein wenig ratlos, was ich jetzt zu tun habe. Klappt alles? Naja. Der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Ich könnte ja mal... Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Dann anhand eines Referenzatoms die richtigen Werte ermitteln. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeitkontinuum platzt. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Aber danke für das Angebot. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Okay, dann durchsuchen wir mal die Zeitkapsel. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Na gut. Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Ja, sie ist ein kleines bisschen einfältig, muss ich mal so sagen. Vielleicht mache ich sie auch so, aber... Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft, alles nur eine Frage der Technik. Da hast du recht. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Ja, Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Ich kann meine Ausrüstung auch später noch sauber machen. Ich wollte eigentlich was in die Seife schnitzen, aber okay. Das würde ich... Würdest du nicht machen. Das würde ich... Würdest du auch nicht machen. Das würde ich... Würdest du auch nicht machen. Das würde ich... Würdest du auch nicht machen. Heißt, wir brauchen noch irgendeinen Gegenstand. Und zwar einen, der des Dingens blau hält. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Ben Svensson also, ja? Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Ich glaube, das Ding nennt sich Motte. Ich sag's nur. Moment. In der Lampe ist hoffentlich... Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Na gut. Aber warum mache ich denn die Lichter hier aus? Hat das einen Grund? Vielleicht locke ich damit irgendwelche Tiere an. Salva, er meinte... Da oben, es steht noch eine Lampe. Aber die kann ich nicht... bearbeiten. Da ist nichts mehr. Ich habe ihn vor... Da ist nichts... Ja, da ist gar nichts mehr. Ich verstehe das ja, aber... Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Super, was mache ich denn mit einer Batterie? Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Nicht. Hat schon eine volle Batterie. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen.
Ah, da gibt's also jetzt ein Ding ins Sonde. Kann ich jetzt die Sonde? Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung herstellen. Oh, okay, die Sonde ist immer noch weg. Delvin hat zu tun und mit Salvador möchte ich nur im absoluten Notfall sprechen. Ein trockenes Stück Seife. Hat Seife eigentlich ein Verfallsdatum? Ich weiß es nicht. Ein scharfes Messer, das zu jeder Überlebensausrüstung gehört. Hilft mir nicht. Das habe ich selbst gemacht. Hilft mir auch nicht. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Hilft mir auch nicht. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Ich nehme mal den Filter heraus. Jetzt mich verkackeiern? Der Bohrer war viel zu schwach, um mich... Konnten aufmachen? Ja. Ah, okay. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, ey. So, dann gucken wir doch mal. Gucke mal. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Membran. Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. Toll. So, jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Ihr habt Schmerzen, ey. Und Ideen muss man auch erstmal haben. Gut, dann schießen wir mal eben das Gebäude zu Klump, würde ich sagen. Haltet da auch für eine gute Idee, ne? Ja. Habe ich mir gedacht. Zu Klump schießen macht immer Spaß. Gerade wenn man selbst in dem Gebäude drin ist, was man zu Klump schießt. Wollen wir mal. Ich nahm also den aufgemotzten Bohrer, richtete ihn auf die Blockade, als wollte ich ein zweites Loch bohren, zielte... Und peng, alles flog in die Luft. Nein, ich bohrte ein zweites Loch. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Was fehlt denn noch, Seife? Besser nicht. Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Von mir stammt auch noch die Membran, um die Durchschlagskraft zu verstärken. Und was brauche ich noch? Nein. Besser nicht. Ein Paddel. Schutthaufen, Lesegerät, Bücher. Jetzt brauche ich noch mehr Kram, oder was? Das war ich. Glückwunsch. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Doch, das mit diesen Einsprechern so, also dieses Zwischendurch finde ich auch ganz nett. Leuchtschrift. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Ja, San Francisco. Dann muss ich dann mal nochmal mit Delvin reden. Hi. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ja, aber das hab ich doch. Vielleicht ist die Batterie nicht geladen. Ja, aber... Ein Multifunktion... Das bringt nichts. Auch nicht. Nein. Also ich kann auch nicht die... In der Lampe ist genug Sven, hoffentlich. Ja, ich kann also die Lampe auch nicht als Energiedingens nehmen oder so. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Du weißt auch nichts. Ich sollte Delvin besser direkt fragen, wie ich den Bohrer verstärken kann. Das hast du schon. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Entschuldigung, ich bin ein wenig ungeduldig. Komische Halterungen. Ich nehme an, nur... Naja, ja, vielleicht ja. Auch noch...
Das hatten wir schon. Ihr könnt jetzt nochmal versuchen, mit Salvador zu reden, weil ich komme... Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Aber ich bezweifle, dass das was hilft. Bedeutet dir Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause! Das bringt nichts. Doch, ich finde, das bringt viel. Ich brauche einen Datenkristall. Finger weg! Ja, ja. Ja, dass das System abstürzt, ist ja schön und gut, aber das... Ach. Leider funktionieren sie nicht. Nee. Auch nicht. Das bringt nichts. Das denn? Das bringt... Vielleicht muss ich aufs Loch schießen. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Ich beschloss, die restliche Energie in der Batterie aufzusparen, bis ich wusste, was. Ja, aber hä? Okay, der flackernde Buchstabe macht mir ja noch... Mal sehen. So. Ein kleines, rundes Stück Glas. Und leuchtend rot. Das klappt ja immer besser mit dem Bohrer. Ja, die Schneidefunktion. Nun sollte der Bohrer stärker sein als mit dem Blaufilter. Ja, machen wir es doch rot. Klar. Oh Mann, ey. Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie. Und ich hatte das Filtermodul mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie dieses Wissen über Laser herhaben. Aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Und wie dieses Membrannetz von Ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Bist du wahnsinnig? Wir sitzen in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Okay. Hey, was soll das? Ich brauche den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. Ja, das dachte ich mir schon. Als ob der was Gutes wollte. Membran und Batterie. Na gut. Ja, dann laufen wir jetzt mal alleine zu dem komischen Mann. Oh, Hilfe. Nigel? Hallo? Da ist der zweite Datenkristall. Ein Rinnsal, ein Terminal. Das sieht aus wie das Terminal, an dem Nigel hing. Vielleicht ist es das sogar. Der Aufprall hat es völlig zerstört. Nigel kann den Sturz nicht überlebt haben. Hier sind ein paar zerbrochene Platinen, ein zerquetschtes Belüftungssystem und ein Chip. Ich nehme ihn mit, vielleicht funktioniert er noch. Was für ein Chip ist das denn? Ein Computerchip aus dem Terminal. Toll, warum nimmt man sowas mit? Er scheint intakt zu sein. Yay. Über diesen Abgrund komme ich irgendwie nicht, würde ich mal sagen, oder? Aber... Ah! So einfach. Steckplatz, Sockel, Sockel, Steckplatz und Sockel, Steckplatz, Steckplatz. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Was ist das? Drei merkwürdige Sockel lehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps, waren sie auf einem anderen Planeten. Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade. Lampe. BTF, was? Wartungsklappe. Dahinter wird die Elektronik sein. Oh, nehmen wir an, da fehlt ein Chip. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Guck mal. Genau das, was ich brauche. Ja, ich habe gute Ideen, ne? Das war leicht. Ja, finde ich auch. Durchgeschmutter Chip, aha. So, kleiner Chip, du hast tolle Arbeit geleistet. Aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Dein Nachfolger wird dich würdig vertreten. Ach, ich vermisse die Tiere und Menschen. Ständig nur diese Maschinen, die sich nicht einmal bedanken, wenn man ihnen hilft. Naja, erst mal sehen, ob es überhaupt geholfen hat.
Weißt du was? Nehmen wir erstmal den Datenkristall. Ach, der liegt ja da hinten, ne? Das hat mich perspektivisch etwas verwirrt. Ich komme nicht ran. Ja, dann hinklettern. Ich bin doch nicht lebensmüde. Dann wirf ein Netz. Auf keinen Fall. Warum denn nicht? Paddel. Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Ach, du bist so doof. Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Was mache ich nur mit dir? Nein, geht immer noch nicht. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Ja, das heißt, ich muss noch weiter nach unten, willst du mir sagen, ja? Eine Ranke. Das untere Ende hat sich fest um das Geländer gewickelt. Ja, dann. Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Zum Ziehen? Keine Ahnung, womit willst du denn ziehen? Mit dem Netz. Auf keinen Fall. Nee, das meine ich doch. Keine Ahnung, wie. Ja, ich auch nicht. Hä? Ich mache das besser von weiter oben. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Klonk. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch... Und hepp. So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach... Polter. Au. Krasser Mist, ey. Na gut, aber das alles werden wir dann demnächst weiter erkunden in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.